auf dem Weg nach Jamaika. Mit Grün, das ist der Job von Ministerpräsident Kretschmann. Mit Gelb, also die FDP soll auch dabei sein. Und Schwarz, Kretschmann will vermitteln. Aber die Politik ist ja da, um schwierige Probleme zu lösen. Leichte lösen sich ja auch ohne sie. Sondieren ja, das sagen auch die Gelben, aber verhandeln nicht um jeden Preis. Es ist natürlich eine Notwendigkeit, dass man aufgrund des Wahlergebnisses jetzt darüber redet, wie es weitergeht. Und eine Sondierung, das muss man aber auch klar sagen, bedeutet noch nicht, dass es zu Koalitionsverhandlungen kommt. So könnte es aussehen, auf den ersten Blick köstlich, aber bei genauerem Hinsehen schwer verdaulich. Streitpunkte, Europa, Steuer oder Obergrenze, wie soll das gehen? Die FDP stellt erste Bedingungen. Ohne ein Einwanderungsgesetz wird mit Sicherheit die FDP nicht in eine Koalition gehen. Zu einem Einwanderungsgesetz gehört aber auch, das sage ich in aller Deutlichkeit, dass Flüchtlinge nur einen vorübergehenden Schutz genießen und anschließend wieder zurück in ihre Heimat gehen. Kretschmann hält dagegen. Es ist nicht sinnvoll, vor Verhandlungen mit Knackpunkten reinzugehen. Das macht man einfach nicht, das ist unprofessionell. Einig sind sich Grüne und FDP schon jetzt in einem Punkt. Die SPD dürfe sich nicht einfach drücken. Den Eindruck hat, jetzt zu sagen, wir machen es auf gar keinen Fall. Ja, und dann fällt man schon vorher über die anderen, die verhandeln müssen, her. Sagt, es wird ein Bündnis der Lähmung und Ähnliches. Da muss man schon fragen, was ist denn das? Man kann nicht FDP und Grünen sagen, ihr müsst auch dann eine Koalition bilden, wenn ihr nicht zusammenkommt, nur weil die SPD ihre Wunden lecken will. Am Tag 2 nach der Bundestagswahl steht fest, auch wenn die Verführung gerne auch mal süß ist, es kann lange dauern, bis sich eine neue Bundesregierung gefunden hat.